Schon vor 1,5 Jahren hat eine ähnliche Affäre im EU-Parlament für großes Aufsehen gesorgt. Die Panama Papers, in denen schon damals aus Millionen Dokumenten hervorging, wie Konzerne, Politiker und Prominente ihr Vermögen in Steueroasen anlegen. Letztes Jahr hat das EU-Parlament dazu einen Untersuchungsausschuss eingerichtet und dessen Vorsitzenden, den langjährigen EU-Abgeordneten Werner Langen von der CDU, begrüße ich jetzt im Europaparlament in Straßburg. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wolf, ins wunderschöne Wien. Herr Dr. Langen, eine österreichische Abgeordnete sagt, wir haben es gerade im Beitrag gehört, es sei schon viel passiert bei der Bekämpfung von Steueroasen, neue Auflagen, verschärfte Gesetze. Andere sagen, seit den Panama Papers sei de facto gar nichts passiert, außer sehr vielen Ankündigungen. Nicht mal die versprochene EU-Liste der Steueroasen gibt es schon. Wer hat denn recht? Es sind viele Vorschläge der Kommission auf dem Tisch. Country-by-Country-Reporting, Transparenzvorschriften, gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Die Vereinbarungen der OECD mit 15 unterschiedlichen Punkten werden angepackt. Aber die Umsetzung dauert. Das liegt daran, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten sich schwer tun, diese Vorschläge tatsächlich umzusetzen. In den Steuerproblemen, Fragen, muss man einen langen Atem haben. Es ist ein dickes Brett zu bohren. Hat die EU nicht in Wahrheit ihr eigenes Panama, nämlich Malta oder sogar mehrere eigene Panamas, wenn man die Niederlande oder Luxemburg auch dazu nehmen würde? Ja, wir haben mindestens 4 Länder, Mitgliedstaaten der EU, auf die Kriterien zutreffen. Das ist Malta, das ist Luxemburg, das ist Irland und die Niederlande. Aus unterschiedlichen Gründen haben diese 4 Staaten besondere Steuerbedingungen zu einem Geschäftsmodell gemacht. Wenn ich an die Niederlande denke, das ist ja kein kleiner Staat, dann werden dort Patente und Lizenzgebühren steuerfrei weitergeleitet in Steueroasen der ganzen Welt. Wenn ich an Irland denke, dann werden gerade Internetdienstleistungen, etwa von Apple, nicht besteuert. Apple hat 250 Milliarden Dollar Gewinne unversteuert irgendwo in der Welt gelagert, zwischengelagert und setzt die amerikanische Regierung unter Druck, dass sie die Gesamtbesteuerung heruntersetzen soll. Wenn ich an Malta denke, da ist das ein klares Geschäftsmodell. Auf der Grundlage der Vereinbarungen beim Beitritt 2004 bekommen ausländische Investoren von 30% Besteuerung 25% Punkte zurückerstattet. Oder wenn ich an Luxemburg denke, da haben wir 15 Jahre gekämpft um die Zinsbesteuerung. Und im Ergebnis hat man sich geeinigt mit Meldepflichten etc. Zwischenzeitlich ist das Schweizer Bankgeheimnis aufgehoben worden. Aber Luxemburg hat es verstanden, die Fondsbesteuerung von dieser Kapitalbesteuerung auszunehmen. Also viele, viele offene Fragen. Dann brauchen Sie aber, um das zu ändern, wie in allen Steuerfragen in der EU, Einstimmigkeit unter den Finanzministern. Wenn da jetzt tatsächlich einige Länder ein Geschäftsmodell gemacht haben aus dieser Praxis, wird es dann diese Einstimmigkeit hier geben? Das ist die eigentliche Hürde, das Einstimmigkeitsprinzip. Natürlich gehört die Steuererhebung zu den nationalen Souveränitätsrechten. Aber eine Mindestregelung für eine faire Besteuerung, die es den Großunternehmen nicht erlaubt, Spezialdeals mit Einzelnen zu machen, wie etwa 350 internationale Unternehmen, die besondere Vereinbarungen mit Luxemburg haben, oder viele, viele andere Beispiele, zeigen, wir müssen darüber nachdenken, ob wir Mindestregelungen Qualitätsstandards für die Besteuerung haben. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man den Steuerwettbewerb nicht weiter will. Der ist notwendig, der ist auch gut, auch in Zukunft. Aber die gerechte Aufteilung kann sich nicht darauf beschränken, dass man Doppelbesteuerungsabkommen macht und keine Absprachen über Mindestbesteuerungsqualitäten. Und ist in der Vergangenheit ja auch immer wieder Österreich kritisiert worden in Transparenzfragen. Der österreichische Wirtschaftsminister hat letzte Woche aber in dieser Sendung erklärt, Österreich sei mittlerweile eines der ersten Länder gewesen, das im Bereich Steuerbetrugsbekämpfung und internationale Gewinnverschiebung sehr viel getan hätte. Und Zitat, Österreich ist da sicher zurzeit federführend und vorbildlich. Sehen Sie das auch so? Also dieses Selbstlob kann ich nicht bestätigen. Österreich hat einiges getan, das weiß ich. Aber wenn ich etwa an die Regelungen für Stiftungen in Österreich denke, die auch den Zweck haben können, den Eigennutz zu verbreiten, dann habe ich doch erhebliche Zweifel, ob diese Vorbildfunktion heute schon umgesetzt ist. Es ist in der Tat so, wir haben einige Mitgliedstaaten, die haben Vorbildliches zwischenzeitlich geleistet. Aber wenn Sie den Premierminister von Malta fragen, dann wird er sagen, wir haben alles umgesetzt, wir sind vorbildlich. Und trotzdem ist in Malta Korruption und Geldwäsche an der Tagesordnung.
Eine letzte Frage noch, die nur am Rande mit dem Thema zu tun hat. Es gibt seit einigen Tagen das Gerücht, der österreichische Finanzminister Schelling könnte neuer Vorsitzender der Eurogruppe werden als Nachfolger von Herrn Dijsselbloem. Unter anderem, weil ihn Ihr Parteifreund Wolfgang Schäuble unterstützen würde. Jetzt sitzen Sie ja im Vorstand der Europäischen Volkspartei. Ist Herr Schelling der Kandidat der EVP für diesen Posten? Darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Wenn ich richtig informiert bin, wird das Anfang Dezember sein. Herr Schäuble ist jetzt Bundestagspräsident, er ist nicht mehr im Amt. Ob er den Einfluss noch hat, weiß ich nicht. Es gibt Kandidaten aus Spanien, es gibt Kandidaten der Sozialdemokraten. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber wenn Herr Schelling die Qualifikationen dafür hat, warum soll er das nicht werden? Aber entschieden ist gar nichts. Sagt EVP-Vorstandsmitglied Werner Langen. Das Gespräch haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet.